Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ich brauche was zu trinken, sonst gehe ich bald auf der Insel ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ein Mann ohne Pferd oder auch Stranded Deep. Für mich wird es immer Ein Mann ohne Pferd bleiben. Ich brauche dringend Wasser. Ich brauche dringend Trinken. Und wie kann ich Trinken aufbereiten, ist die Frage. Kann ich nur aus Kokosnüssen trinken? Das Problem ist, ich kann die Kommentare halt nicht mit einbeziehen, die ihr so gebt, vielleicht in nächster Zeit. Weil bis dahin ist das Ganze schon aufgenommen. Ey, da war noch was. Pick up Coconut, oder was? Yuccas. Yuccas geben übrigens hier ganz viel davon. Und das brauche ich auch. Weil ich muss so Schnüre machen, jede Menge. Ich brauche jede Menge Schnur für eine richtig gute Tour. Jetzt wollte ich nochmal gucken, was habe ich denn eigentlich so? Ich habe mein Messer, ich habe einen Bogen, ich habe das hier. Ich habe gesehen, man kann hier quick craften. Ein Pfeil. Pickup. Kann ich noch einen machen? Nö, jetzt gerade nicht. Einen Haken könnte ich machen. Small Pine Trees. Was ist das hier? Nichts. Aloe Vera. Ich kann aus einer Kokosnuss und Aloe Vera... Habe ich vorhin im Crafting-Menü gesehen. Na komm, pick doch mal ab. Mann. Was brauche ich denn nicht? Was brauche ich denn gerade nicht? Ich meine, ich habe so viele Sticks. Ich schmeiß mal einen Stick hier kurz weg. Was brauche ich? Aloe Vera. So, guck mal. Jetzt kann ich mir hier so eine Aloe-Salve machen. Und kann ich das konsumieren irgendwie? Mich eingerieben? Ist es weg? Okay, ich habe mich anscheinend eingerieben. Aber geheilt hat mich das jetzt nicht, oder? Oder hat mir das irgendwie... Es hat mir nicht mal Durst gegeben. Also trinken. Hätte ich die Kokosnuss einfach mal getrunken, wie jeder andere gesunde Mensch das tut. Okay. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal eine Kokosnuss hier. Ich meine, es ist bei uns im Moment sehr schwierig, auf unserer kleinen Insel hier Kokosnüsse zu finden. Das muss ich ja mal sagen. Allerdings hoffe ich trotzdem, eines Tages, so wie das hier, diese wunderschöne, kriege ich die vielleicht von hier unten? Kann ich die... Okay. Picken wir sie einfach von hier. Ich weiß auch nicht, was die für eine Reproduktionsrate haben hier, die Hübschen. Komm, dreh dich. Nimm. Muss ich jetzt echt nochmal... Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch unglaublich krass hier. Ich bin so jung und sportlich, aber ich brauche unbedingt was zu trinken. Das bringt ja sonst alles nichts. Sonst verdursten wir. Und ich habe keinen Bock auf so eine Verdurstgeschichte. Und ihr bestimmt auch nicht. Muss ja ein paar Folgen von dem Spiel zusammenkriegen. Ah, da. Na, jetzt haben wir aber doch noch einiges an Kokosnuss gefunden. Die große Kokosnuss. Dann müssen wir einfach ein paar Tage warten. Was war das? Der Hummer? Ein Schwein. Kann ich dieses Schwein... auch noch erlegen. Ich habe aber nur noch einen Pfeil, oder? Oh, und das Lederding wollte ich auch noch machen, da, damit ich uns Leder produzieren kann. Naja, gut, wir schauen erstmal nochmal hier. Ob ich vielleicht die ein oder andere Kokosnuss finde, aber anscheinend nicht. Guck mal hier. Bist du eine Palme oder warst du mal eine Palme? Das weiß ich nicht. Das werden wir dann noch erfahren. Okay, ich und mein kleiner Felsen hier, ne? Das ist also... eine Geschichte fürs Leben, sage ich euch. Das ist eine Geschichte fürs Leben. Ach, guck mal da. Lal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 a. Da sind noch... Oh, Mist. Okay, aber wir haben hier noch ein paar Kokosnüsse. Dann mache ich jetzt erstmal hier... werfe ich die mal alle hin. So. Wo ist meine Axt? Da. Plopp. Plopp.
Plopp. So, Freunde, die sauf ich jetzt alle aus. Drinkable Coconut, drinkable Coconut. Bra, so. Weil mit Leder könnte ich mir nämlich auch zum Beispiel eine Trinkflasche machen und was zu trinken mitnehmen. Okay, sieht schlecht aus. Meine HP sinkt. Wahrscheinlich, weil ich nicht genug trinke und nicht genug esse. Das ändern wir aber jetzt. Ah, so. Bevor ich noch mehr HP verliere, wird das erstmal hier. So. Die ist schon empty. Warum hast du es weggeschmissen? Achso, weil ich anstatt Q immer, anstatt Tab, drücke ich oft einfach mal hier. So, alle weggeschmissen. Wie sieht mein Trinken aus? Hervorragend sieht mein Trinken aus. So, Steinchen. Da ist noch ein Steinchen. Oh, da auch. Das ist schon mal alles sehr gut. Mehr Steine. Mehr Steine. Weil ich wollte noch ein paar von diesen Steinspitzen machen. Und dann machen wir mit den Stöcken Pfeile daraus. Und dann erlege ich mal noch ein Schweini. Quick craften. Stone Tools. So. Erstmal abbrechen hier alles. So, und dann machen wir mal den ein oder anderen Pfeil. Und Lashing kann ich machen. Nehmen wir auch mit. Dann haben wir schon mal... kann ich nicht noch mehr Leaves machen? Doch. Okay, jetzt kann ich nichts mehr machen. Brauche ich jetzt Lashing hier? Achso, jetzt brauche ich noch... Ganz klar. Für Pfeile braucht man... Sticks. Warte, ich werfe mal hier das Leder. Das werfe ich mal hier oben hin. Kann ich denn keine Kiste bauen oder so? Muss ich mal später schauen, ob ich da noch irgendwas Intelligentes finde. So, dann gib mir doch mal den Stick hier und den da. Dann kann ich uns ja noch mal ein paar Pfeile craften. Ein Arrow, was ist das? Spear Gun Arrow, aber ich habe keine Spear Gun. Warum war es das jetzt? Brauche ich noch mehr Sticks? Brauche ich zwei Sticks für einen Pfeil? Ne, Sticks liegen hier genug rum. Spear Gun Arrow. Ich will einen ganz normalen Pfeil bauen. Was ist denn daran? Wood Shelf? Alter. Voll die Unterlage? Hook? Oder muss ich da hier drauf gehen? Refined Knife, Axe, Crude Spear, Fishing Spear, Refined Spear. Spear Gun Arrow. Wo ist denn der ganz normale Pfeil? Was ist denn mit dem Pfeil passiert? Stone Tools? Structures? Da ist ja kein Pfeil bei, oder? Ist jetzt einfach verschwunden. Kann ich keinen Pfeil beim Bauen, oder? Fishing Spear. Da, ein Pfeil. Wie, kein Stone Tool mehr? Wieso habe ich keinen... Ach so, ich habe ja schon einen Haufen Pfeile. Okay, Schwein, wo bist du? Wir jagen das Schwein. Da ist es. Oh. Tut mir leid, ey, ich wollte dich nicht erschrecken. Locker bleiben. Okay, ich gehe mal ein Stück weg. Easy, easy. Warum drehtest du durch? Patz! Oh! Alter, wie es geflogen ist. So. Ey, wo ist der andere Pfeil? Wo ist der andere Pfeil? Mist. Es gibt keinen Pfeil. Okay, dann häuten wir den Apparillo mal. Oh, gross. Oh, gross. Noch mehr Leder. Was soll ich mit dem ganzen Leder eigentlich? Oh, it's disgusting. So, guck mal, haben wir das Schwein hier auch? Nice. So, das da hinten wird meine nächste Insel, Freunde. Das wird die nächste Insel, wo ich hin will.
Und das hier wird mein Heimatpalast erstmal. Alter, habt ihr die Schlange auch gehört? Kein Bock auf Schlangenbiss. Wo ist die? Da. Ist das die Schlange mit dem Pfeil im Kopf? Ja, das ist sie wirklich. Habe ich sie erwischt? Und wenn ja, wo ist sie hingeflogen? Alter, hier muss irgendwo eine Schlange mit zwei Pfeilen im Kopf liegen oder so. Wo ist sie hin? Sie hat einfach meinen Pfeil genommen und hat sich teleportiert. Hä? Bin ich jetzt verrückt geworden? Hat mich jetzt der Inselkoller erwischt? Er hat mich erwischt. Okay, keine Ahnung, es gibt kein Zurück für meine Pfeile. Shit, Alter, da waren zwei Pfeile drin. Hat ewig gedauert. Ist das hier? Okay, ist nur ein Strahl. Ein Sonnenstrahl. was könnte ich denn... Kann ich ein Campfire machen? Was ist das denn hier? Was ist eigentlich ein Fire Spit? So, Spit. Hold E to interact. Schmeiß mal nicht hier die Sachen weg. Vor allen Dingen nicht einen Bogen. Sowas kriege ich nicht so häufig. Jetzt hole ich nochmal Sticks. Wir haben hier nochmal so eine Stickquelle. Babadu. Babadu. Mineable resources. Press to pick up the knife. Zack. So. Dann hacken wir mal hier noch ein paar Holzstäbchen. Weil bald, Freunde, wird es wieder dunkel. Aber jetzt habe ich so ein schönes Ding da über mein Feuer gehängt. Da kann ich bestimmt, Fleisch dran aufspießen oder so. Fände ich auf jeden Fall ganz gut. Wo ist jetzt der andere? Ein Stick hat sich wieder aufgelöst. Okay. Kann ich denn jetzt schon ein Campfire machen? Nö. Dann hole ich mir noch einen Stock. Ich frag mich nur, wie ich denn dann... Also wie ich... Irgendwie muss man noch Wasser aufbereiten können, oder nicht? Irgendwie muss man das doch... Empty Campfire. Das ist ein bisschen scheiße gemacht hier, ne? Das, weil, was soll ich mit dem alten Campfire machen? Achso, das hätte ich... einfach zerstören können, oder wie? Can't destroy this, another crossed item depends on it. So, wo ist denn jetzt? Warum kann ich dieses Campfire nicht auswählen? Gibt's ja nicht. Empty Campfire. Ich will aber das volle Campfire haben. Da muss ich hier mein Dings nochmal kaputt machen. Hoffentlich kriege ich die Teile wieder. Nee, natürlich nicht. Verarschen? Gott, Leute, was soll das? Was soll das? Also bis ich hier dem Zufall überlassen,
Irgendwie hier liegt noch Leder rum. Ich kann nichts craften. Okay, das war jetzt vielleicht doof. Aber was soll's. Dann gehen wir jetzt Steine suchen. Strandgut. Was ist das? Ach, da liegt schon Aloe Vera. Plank Scrap. Es gibt auch nichts zum Quick Craften gerade für mich. Aber wer weiß, vielleicht braucht man ja mal die eine oder andere Plank, ne? Hier gibt es noch Stickies, aber keinen Stein. Da liegen meine Matten. Da ist der hässliche Krebs. Die Krabben, die laufen ja auch überall rum. Aber es bringt mir nichts, weil mein Campfire verloren ist. Weil irgendwelche fiesen Bugs behaupten, da liegt noch irgendwas anderes drauf. Ja, man muss lernen, damit umzugehen. Keine Ahnung. Wo gibt es hier noch Steine, ist die Frage. Beziehungsweise ist die Frage, kann ich mit Steinen auch Stein abbauen? Ich glaube, ich habe alle Steine auf dieser Insel nämlich abgebaut hier. Die, also zumindest die lockeren, die hier rumliegen. Na, schauen wir mal. Was ist das hier? Das gilt nicht als craftable resource. Campfire. Seht ihr, ich kann es auch nicht zerstören. Oh, da irgendwo war ein normales Campfire. Da irgendwo. Wo ist es? Es existiert einfach nicht mehr. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Bäumchen brauchen wir nicht. Das hier. Es dauert wahrscheinlich 100 Jahre, aber... Ne, hier kommen auch keine Steine raus. Shit. So ein Shit. Okay, dann war es das jetzt erstmal mit Campfire. Ach, wisst ihr was? Ich meine, was soll's? Wer braucht schon diese Insel hier? Hier gibt's doch eh nichts mehr. Da die paar Matten, weißt du, so ein bisschen Holz, was hier rumliegt. Vielleicht suche ich mir einfach eine neue Heimatinsel. Die Insel hier ist doof. Was sagt der Schlaf? Brauche ich nicht unbedingt. Ich bin schwach. Ich brauche Essen und Trinken. Ich brauche Essen und Trinken. Und ich habe Medium Meat habe ich noch in der Tasche. Bisschen Leder. Bisschen, was war hier? Fibrous Leaves. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Lashing habe ich dabei. Und Plank Scrap. A set of planks could be used for crafting. Ja. Quick craften kann ich nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir auf unser Lifeboat. Und brechen auf zu einer neuen Insel. So ein Shelter zum Speichern, der ist ja schnell gebaut. Alter, wieso kommt hier jetzt nachts so eine gruselige Gruselmusik? Was ist das? Alter, was ist das für ein Geräusch? Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas Großes im Wasser ist, was mich fressen will. Es gibt hier doch bestimmt irgendwie Haie oder so ein Scheiß. Oh, mein Boot wackelt ganz schön. Nicht, dass mich irgendwas hier vom Boot stößt, ey. Naja, wir nehmen erstmal hier harten Kurs auf die neue Insel. Das wird einfach mein neues Zuhause. Dort wird es noch Kokosnüsse geben. Bisschen Schweini hatte ich ja auch jetzt auf der Insel gefangen. Notfalls schwimme ich nochmal eben zurück. Ja, also im allergrößten Notfall schwimme ich nochmal zurück.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, sind die Inseln alle so klein? Also ist das Spielprinzip hinterher zwischen den ganzen Inseln immer hin und her zu pendeln, oder? Naja, vielleicht muss ich mich selber noch mal ein bisschen reinlesen oder so. Der ein oder andere wird ja schon seit 2015 oder so die ein oder andere Erfahrung gesammelt haben. Aber ich habe mir gedacht, hey, für einen Urlaub ist es gar nicht so schlecht, hä? Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich allen schon fröhliche Weihnachten gewünscht habe. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, kommt dieses Video am Heiligen Abend. Falls es so ist, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit eurer Familie. Gönnt euch ein paar freie Tage. Wenn ihr Glück habt, müsst ihr nicht arbeiten. Es gibt ein paar Pechvögel da draußen, die müssen arbeiten. Aber der Heiligabend selbst ist ja an einem Sonntag. Also die paar Leute, die arbeiten müssen, das tut mir sehr leid für euch. Ich bin in Gedanken bei euch, während ich mir zu Hause den Wanst vollschlage bis unter den Rand. So. Alter, ist das ein Boot? Leute, da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Ein wunderschönes Boot. Okay, ich glaube, ich bin an Land, oder? Kein Bock hier ohne Boot wieder. Okay, nimm mal deine Axt. So, dann baue ich mir jetzt hier wieder am Felsen am besten. Irgendwo, oder obwohl. Ich baue ihn mir hier mitten am Strand. Hier liegt auch so viel Kram rum. Egal. Craften. Und zwar, was kostet mich denn hier so ein Shelter? Für ein Shelter brauche ich Palmfrond. Okay, das kann ich besorgen. Woodsticks kann ich auch besorgen. Kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Und das wahrscheinlich noch im Laufe dieser Nacht. Und zwar haue ich einfach hier mal eine Palme um. Sind da noch Datteln dran? Nee. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen dunkel. Ich habe noch keine Fackel am Start. Aber ich brauche den Palmenbusch. So. Das müssen wir abschlagen hier. So. Den ganzen Palmbunch auch nochmal hier zerhacken. So. Palmfront. Kann ich natürlich wieder nicht einsammeln, weil ich habe die Taschen voll mit Scheiße. So, kann ich, ey, das gibt's doch nicht. So, warte, ich leg das mal hier auf den Stein. Dann kann ich es nicht unbedingt verdudeln. So, die beiden Sachen auch. So, wo ist mein Palmenfront? Habe ich genug Palmenfront? Ach, guck mal, eine Kokosnuss. Wie viel habe ich davon und wie viel brauche ich? Für ein Shelter 4 und ich habe 3 oder was? Der hat 3 Stück gegeben. Das glaube ich jetzt nicht. Gibt's gar nicht. Ah, was lege ich denn mal ab hier? Irgendwas Fibrous Leaves. Die brauche ich auch jetzt gerade nicht. So, da müssen wir noch eine Palme hacken. Bleibt ja nichts anderes übrig. Naja, das können wir alles resourceable, das können wir alles später wieder gebrauchen, ne? Nur ich will jetzt erstmal speichern, weil mir geht's auch, glaube ich, nicht mehr so gut. Naja, gut. Geht noch. Kokosnuss kann da erstmal liegen bleiben. Palmbunch. Einfach hier so ein bisschen reinbunchen. Komm schon. So. Jetzt habe ich 4 Stück. Jetzt habe ich 4 Stück. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Und Stickies. Woodsticks. 3 Stück. Da. Dann holen wir uns die noch. Manchmal fliegen die Sachen weg. Vielleicht treffe ich hier meine Schlange. Die. Fiese Schlange. Kann ich das... Ah, gut. Pick up. Hey, wo sind die ganzen Stöcke hinter? Irgendwo muss noch einer sein. Stocki. Stock, Stock, Stock. Keine Ahnung, wo der schon wieder hingeflogen ist, ne? Aber hier mache ich erstmal einen Drinkable Coconut raus. Was war das für ein Geräusch?
ich da irgendwas angeschmatzt? Sag mal, Leute, wo fliegen denn die Stöcke hin? Kann doch nicht sein. Hier liegt Kram von mir noch. Da ist einer. Keine Ahnung, ob der von meiner... So, dann bauen wir mal ein Shelter. Stellen wir uns doch mal hier irgendwie... Nee, das ist doof, es geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich wieder zum Felsen will. Alter, was ist das da? Flugzeugwrack oder so. Nee, ich gehe einfach hier mitten an den Strand jetzt. So, ich wollte schon immer mal eine Strandhütte haben. So, Freunde, dann natürlich will ich jetzt safen. Klick, das habe ich getan. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder von Stranded Deep, so heißt es genau. Ich muss manchmal nachdenken. Ja, falls ich richtig liege, ist das heute am Weihnachtstag die Weihnachtsfolge. Also ho, ho, ho. Viel Spaß, Freunde, gönnt euch. Und ja, keine Ahnung, vielleicht schaut mal bei Instagram oder so vorbei, da poste ich vielleicht ein Weihnachtsgeschenk oder so. Also eins, was ich bekommen habe. Ich kann euch leider nicht so viel schenken, aber meine Tochter wird reich beschenkt. Das steht schon mal fest. Naja, so ist das mit Kindern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Reingehauen. Tüdelü.